Hallo, willkommen bei The Nosy Rosy, hier ist die Jen. Ja, hallo zusammen. Entschuldigt mein Outfit, meine Brille, meine wuscheligen Haare. Ich hatte gerade, ehrlich gesagt, keine Lust, mich für euch mehr zurechtzumachen. Ich bin heute so faul. Ja, deswegen auch das Video mal wieder so spät. Dieses Wetter, dieses schöne Wetter, das lässt einen irgendwie faul werden, habe ich das Gefühl. Naja, kommen wir zum Thema. Wir haben diese Woche ein ernsteres Thema, und zwar, wie sieht es denn mit der Homosexualität in anderen Ländern aus? Meistens reden wir nur über die Zustände, wie sie in Deutschland herrschen. Und sind vielleicht auch oft nicht zufrieden. Und da kam dann mal die Frage auf, und zwar war das auch ein Themenvorschlag von einer von euch, von euch Zuschauern. Mal kurz, wer das nochmal war. Das war im Forum, und zwar Adre Jua. Wie auch immer man das aussprechen mag. Ja, das haben wir dann gleich mal auf unsere Liste gesetzt und nach vorne geschoben und haben es jetzt schon diese Woche dran. Danke für den Vorschlag. Ja, ich habe jetzt hier mal, deswegen sitze ich jetzt auch hier gerade an meinem Tisch und stehe nicht, weil ich nämlich jetzt an meinem Rechner sitze. Ich habe nämlich hier jetzt die Website auf Gesetze zur Homosexualität auf Wikipedia. Ja? Oh, das habe ich irgendwo abgelegt. Ja. Und da gibt's, kann man da viel Interessantes drüber nachlesen. Und als ich mir das dann vorhin angeguckt habe, war ich schon erschrocken. Also ich wusste klar, dass es Länder gibt, in denen Homosexualität verboten ist. In einigen sogar auf die also wird es mit der Todesstrafe bestraft, also mit dem Tode bestraft. Aber das ist doch auch so viele sind, hätte ich nicht gedacht. Also es ist schon krass. Also ich kann ja zum Beispiel mal vorlesen. Todesstrafe gibt es zum Beispiel in Sudan oder in Mauretanien und in ziemlich vielen, also zum Beispiel 14 Jahre Haft in Gambia. Das sind alles natürlich auch kleine Länder. 20 Jahre Haft in Uganda, Bußgeld. Das ist schon heftig, was da so in anderen Ländern an, so abgeht. Mal gucken. Also ich kann euch mal hier die Karte, ich blende die jetzt mal hier ein, zeigen. Also was ihr hier jetzt seht, ist die Blautöne, dass da in den Ländern ist es legal. Die ganz dunklen Blautöne, da ist der Ehe sogar gleichgestellt, auch ziemlich viele, zum Beispiel Kanada da oben kann man sehen, da ist es der Ehe gleichgestellt, finde ich super. Dann dieser mittlere Blauton, in dem ja auch Deutschland ist, da gibt es dann eheähnliche Partnerschaften, wie bei uns halt die gleichgeschlechtliche, also die eingetragene Lebenspartnerschaft. Und dann die eher roten Töne. Man sieht schön, dass es sich, dass es hauptsächlich Afrika und so ist. Da ist es illegal. Und das ganz dunkelrote, da herrscht wirklich die Todesstrafe. Also es ist echt schon heftig. Ja. Also einerseits kann man natürlich sagen, hey Leute, beschwert euch nicht. Wir haben es echt super hier. Und ich denke mal, das wird auch, oder das ist auch so der allgemeine Tenor, vielleicht diese Woche auch. Und das war vielleicht auch der Grund, hauptsächlich diese Videos zu machen. Und also es ist ja auch wirklich schlimm. Aber trotzdem muss ich jetzt sagen, und bin ich der Meinung, dass wir trotzdem jetzt nicht deswegen nicht weiterkämpfen dürfen sollten. Hä? Das war das ein Satz. Nochmal, also so schlimm das auch ist. Und so gut wir es hier in Deutschland auch haben, wir müssen trotzdem
weiter darauf beharren und weiter darum kämpfen. Und wir dürfen jetzt nicht sagen, naja, es ist ja alles gut und passt schon, kann man da zufrieden mit sein. Nein, eben nicht. Ich will damit nicht zufrieden sein. Ich will, dass es gleichgestellt ist, komplett. Ich will, dass es eine ganz normale Sache ist. Ich will, dass die Ehe für Schwule und Lesben und für Heten gleich ist. Und deswegen darf man jetzt nicht sich darauf dahinsetzen und sagen, ja gut, ne, warten wir mal ab. Nee, man muss das immer wieder ansprechen und darf das nicht auf sich beharren lassen. So. Ne, weil sonst wird es ja nie. Außerdem denke ich, wenn so große Länder wie jetzt zum Beispiel Deutschland das noch nicht hundertprozentig anerkannt haben, ne? Also dann kann auch keiner von anderen Ländern verlangen, dass die auch irgendwas ändern an ihren Gesetzen oder an ihrer Einstellung. Und wir müssen als Vorbild vorangehen und müssen alles gleichstellen. Und alle großen Länder müssen vorangehen und alles gleichstellen, damit auch diese kleinen afrikanischen Länder zum Beispiel unter Zugzwang quasi geraten und dann auch mal so langsam aufwachen und ihre Gesetze anpassen. Und deswegen müssen wir hier auf jeden Fall weiterkämpfen. Das ist meine Meinung. Gerade auch nochmal zum Deutschland-Thema und der eingetragenen Lebenspartnerschaft und so. Da hatte meine Freundin letztens was Interessantes gesagt. Klar, es wird immer besser, es wird immer mehr angeglichen. Ich gehe auch eigentlich schon davon aus, dass es in ein paar Jahren, dass das dann auch angeglichen ist. Ich meine, wo man in Europa ist, gibt es ja auch einige Länder, in denen es schon komplett angeglichen ist, wie zum Beispiel Spanien. Noch, was gibt es noch? Spanien, Portugal sogar ist es mit angeglichen. Und ja, Niederlande sowieso. Und ich denke mal, Deutschland wird sicherlich auch bald nachrücken. Aber also was das Interessante war, was meine Freundin jetzt gesagt hatte, das liegt wahrscheinlich nicht unbedingt wirklich daran, dass man was gegen Schwule oder Lesben hat, oder dass es der Ehe gleichgestellt wird. Das ist sicherlich auf jeden Fall eine politische Sache, weil wenn das der Ehe gleichgestellt wird, wird das ja mit dem Steuerrecht auch angeglichen. Ne? Also dann, momentan ist es ja so, dass eingetragene Lebenspartnerschaft nur Pflichten, keine Rechte, also wir müssen immer schön tief in die Tasche greifen, bekommen keine Vorteile finanziell und also auch keine steuerlichen Vorteile. Müssen, wenn wir Partner sind, immer noch genauso viele Steuern zahlen wie vorher. Nicht wie bei der normalen Ehe, wo es ja dann in eine andere Steuerklasse kommt und man weniger Steuern zahlen muss. Nein, das ist ja nicht so. Und das wäre ja fatal, wenn das plötzlich in Deutschland angeglichen werden würde. Wie viel Geld da ja Deutschland durch die Lappen geht, ne? Also durch das Anpassen an dieses Steuerliche würden wir weniger Steuern bezahlen und ja, Deutschland hätte da ja schon um einiges weniger Einnahmen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, warum das noch nicht angeglichen ist in Deutschland. Ja. Ja. Alles Politik. So eine Scheiße, ja. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, kämpft weiter drum, lasst euch nicht einreden, es ist alles super, es ist nicht super, es muss gleich werden, 100%. Und deswegen müssen wir das immer auf dem aktuellen, also immer im Gespräch behalten und immer wieder die Leute darauf hinweisen. Ne? Weil wie ich auch schon mal in meinem ganz alten Homo-Ehe-Video vor einem Jahr oder so, als ich das mal gemacht habe, gesagt habe, viele wissen das ja gar nicht. Viele Heten wissen das ja gar nicht, dass es gar nicht gleichgestellt ist. Die denken ja, wir können heiraten. Denen ist das gar nicht klar. Und wenn denen das nicht klar ist, dann wird sich auch nichts ändern. Ne? So, also verbreitet es in der Welt. Wir wollen Gleichberechtigung. Yeah. So, okay. Das war's von dieser Woche. Denkt an den Wettbewerb. Es gab noch keine Antworten, noch keine Videoantworten. Wir wollen Videos von euch sehen zum Thema Toleranz
dreht da was Kleines oder macht eine kleine Fotokollage, was auch immer. Und ne, es gibt nicht nur Schweißbänder, es gibt auch ein T-Shirt für das beste Video. Also, ich habe noch eine Woche Zeit. Okay, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ich kann dann nächste Woche auch ein paar Videos vorstellen. Die werde ich natürlich auch dann in mein Video einbauen und euch zeigen. Und ja, genießt das schöne Wetter, es ist ja jetzt wieder schön. Es hat zwar heute Morgen geregnet, aber gerade scheint wieder die Sonne, also genießt das Wetter, seid so schön faul wie ich. Nein, ich bin nicht faul. Ich habe auch zu tun. Aber ein bisschen bin ich auch gerade faul. Okay, so, jetzt fange ich schon wieder an zu labern. Macht euch eine schöne Woche. Bis denn, die Jen.